Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute ein Spezialevent oder ein Spezialcup, den wir eingeführt haben, nämlich den Rentner-Cup. Rentner ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben uns gedacht, wir machen einen Cup über, also Ü25, dass die ganzen Schüler und so weiter mal draußen bleiben, sagen wir doch, wie es ist, und wir alten Säcke so ein bisschen fahren können. Und wir haben im ersten Rennen, das konnte ich leider nicht oder hat meine PlayStation nicht aufgenommen, sind wir ein 25% Rennen gefahren. Ich konnte auf Platz 1 fahren, von Platz 4 startend. Und im zweiten Rennen drehen wir dieses Endergebnis um und fahren ein 50% Rennen hier in Brasilien. Und es sind keine Setups erlaubt. Das ist das Wichtige. Das heißt, alle fahren mit dem gleichen Setup, wenn man das so will. Deswegen jetzt von Platz 15, die Ampeln sind an und los geht's. Ich vom letzten Platz mit den Softreifen, ein ja, sehr passabler Start hier im Sauber. Das Ganze schaue ich mir jetzt von der Entfernung an, bin hier mal innen ein bisschen reingezogen, aber ganz gemütlich, ja, keinen Schaden mitnehmen. Norma ist, glaube ich, im Vorlauf auf Platz 3 gefahren, hier ganz knapp an Norma vorbei. Hier, irgendjemand ist da schon rausgerutscht, das müsste Fritteusenfettshow sein, links oben wird es mir so angezeigt. Aber hier erstmal wichtig, reinfahren, das Rennen geht 36 Runden, da kann sehr, sehr vieles passieren. Hier ist auch einer ganz weit außen, das müsste Vitruvius sein, fast das Auto selbst verloren. Das heißt, jetzt erstmal schon zwei Plätze gewonnen und ja, jetzt erstmal gucken, wie man durchs Feld kommt. Alles schön einteilen, hier einfach mal innen angegriffen. Komm neben Vicello, zieh einfach mal mit und bin außenrum vorbei. Wieder ein Platz gewonnen. Also nochmal zur Erinnerung, wir fahren hier alle das gleiche Setup. Man kann an der Box oder man kann unten rechts das Differential und die Bremskraftverteilung in dem Sinne einstellen, mehr aber nicht. Und natürlich den Frontflügel beim Boxenstopp, aber mehr nicht. Das heißt, alle fahren mit dem gleichen Bremsdruck, mit dem gleichen mit der gleichen Radaufhängung und so weiter. Und deswegen ist das Feld sehr, sehr eng beisammen und es geht mächtig ab. Und hier auf jeden Fall bin ich gut rausgekommen. Norma ist da vorne ein bisschen an Anuja, glaube ich, dran gekommen. Jetzt ich innen mit der Attacke. Anuja kriegt allerdings Windschatten von Norma kriegt Windschatten von Anuja, zieht jetzt außen wieder mit. Der ist immer noch da. Wir lassen uns Platz. Fairer Zweikampf und jetzt bin ich vorbei, denn jetzt kommt die Linkskurve, ich bin in, aber Anuja ist da. Ich werde verfolgt von den zwei Williams, will ich schon sagen, von den zwei Renault. Ich mache jetzt einfach die Innenlinie zu, bleib innen, muss die Kurve nur erwischen und damit Platz 11 im Moment. Und ihr seht es unten an der Karte, Sir Wood ist da, wo jetzt diese 2 ist, in Sektor 2. Und Sir Wood ist mächtig, also hat mächtig Gas gegeben, der ist aufgeblüht hier, der fährt vorne weg im Moment. Aber ich habe hier die Kampfgruppe vor mir und das ist der Beweis, wenn alle mit dem gleichen Setup fahren, wie eng das ganze Fahrerfeld ist. Und das zeichnet eben diesen Rentner-Cup so ein bisschen aus. Vorne Anuja mit der Attacke, kam aber nicht vorbei an Furious Master. Und das Ganze hilft mir natürlich, dran zu bleiben und vorbeizukommen. Und jetzt Achtung, ich bremse hier normal, kriege von hinten jetzt den Schlag und rutsch in Anuja rein. Also Norma hat sich hier aus meiner Sicht verbremst. Bei ihm hat es, glaube ich, anders ausgesehen, wie auch immer. Strategiewechsel hier direkt in die Box. Anuja da vorne geht auch in die Box. Da haben wir uns in der Party so ein bisschen, ja, nicht richtig abgesprochen. Beziehungsweise ich musste einfach rein wegen dem Flügelschaden. Und deswegen verliere ich jetzt richtig Zeit. Denn ihr werdet jetzt gleich sehen. Ich habe es jetzt einfach in der Originalgeschwindigkeit gelassen. Hier Reifenwechsel bei Anuja. Nur, Gott sei Dank, jetzt lässt sich die Boxencrew natürlich noch ein bisschen Zeit. Und jetzt beginnen sie erst bei mir. Flügelwechsel, neue Soft. Und ihr seht es unten ja an der Karte. Irgendjemand ist da in Sektor 2 abgeflogen. Aber ihr seht es an der Karte, wie weit Sir Wood schon weg ist. Der ist wieder bei der 2. Wir sind erst bei der Boxenausfahrt. Das heißt, noch ein Stopp und wir werden überrundet, wenn man das so will. Und jetzt natürlich die Aufgabe, einfach Vollgas fahren. Volle Kanne, denn schlechter kann es nicht werden. Einfach fahren, was das Zeug hält und gucken, wo die Reise noch hingeht. Die Speed war auf jeden Fall da, denn hier schnellste Runde. Und hier war eskaliert auch an der Box, das heißt erstmal ein Platz gewonnen. Da ist jetzt Pfinz auch mit den frischen Reifen, aber ich komme hier deutlich besser raus. Kriege jetzt natürlich auch DRS, er hier auf dem Medium-Reifen. Ich ziehe ganz nach links, dass ja nichts passiert. Und fliege hier mit DRS vorbei, das heißt im Moment Platz 11. Aber ich muss natürlich auch nochmal rein, wie alle anderen. Und schaut mal unten auf die Map, wo Sir Wood ist. Das ist dieser blaue Punkt ganz vorne vom Feld. Also der hat schon einen riesen Vorsprung. Und hier bin ich jetzt Runde 20. Nächster Stint. Mehr ist in diesem Stint nicht passiert. Ich bin zwar auf Platz 4 vorgefahren,
Aber das natürlich, weil einige auch in der Box waren. Also da waren keine direkten Zweikämpfe. Jetzt auf jeden Fall nochmal die Medium-Reifen nehme ich mir, glaube ich. Genau. Für die letzten 15 Runden. Ihr seht es links oben. Falle wieder auf Platz 9 zurück, denn das Feld zieht natürlich wieder vorbei. Hier zieht, glaube ich, auch noch an Mühe vorbei. Der müsste jetzt neben mir sein, irgendwo da. Bloß das Auto hier nicht kaputt machen. Nee, eskaliert ist noch vorbeigezogen, so rum. Anuja hatte immer mal wieder einen Dreher und so weiter. Also bei ihm war das Rennen leider zum Vergessen. Und jetzt bin ich hier auf jeden Fall auf Platz 9. Wir sind in der, ich kann es jetzt rechts oben nicht erkennen, 31. Runde. Kommt es hin? Wir müssen mal wieder zur 26. Runde. Also 10 Runden noch zu fahren. Und ihr seht es, ich bin am Pulk dran. Also mit dem Medium-Reifen konnte ich gut aufschließen, da die ganzen Fahrer vor mir natürlich auch gekämpft haben. Hier außenrum an die Tubis vorbei, das war ganz wichtig. Hier habe ich mal kurz einen Angriff mal gezeigt, aber alles okay. Nicht unnötig reingezogen. Weiß nicht, ob die Tubis hinter mir einen Flügelschaden hat oder so weiter, aber verliert jetzt natürlich schon ein bisschen am Boden. Jetzt natürlich wichtig dranbleiben. Da vorne eskaliert zu lange auf dem Curb, Vollgas gegeben, dreht sich nach außen, nächster Platz gewonnen. Damit jetzt Platz 7 und Marius ist in der Nähe, ich komme ran. Der hier noch ein bisschen rüber zieht, also Gott sei Dank kein Flügelschaden. Das war, da habe ich richtig einen Herzinfarkt bekommen, wenn man das so will. Ich habe eine Verwarnung bekommen, klar, weil ich für das Spiel draufgefahren bin, aber ich war da auf der rechten Linie. Und dann zieht Marius im letzten Moment noch rüber, also es war ziemlich knapp. Jetzt auf jeden Fall mit DRS, dieses Mal macht er die Linie nicht zu. Innenkurve, ich muss sie nur erwischen, bin vorbei und ich bin auch vorbei. Platz 6 komme ich im Moment nach vorne, also strategiemäßig läuft es bisher gut. An sich wäre ich ja weiter vorne gewesen, wenn der Flügelschaden nicht gewesen wäre. Plus das Warten bei der Box, aber ansonsten läuft es echt gut. Hier Betio mit den gebrauchten Medium-Reifen. Und ich mit den frischeren Medium-Reifen bin jetzt schon dran. Und es ist natürlich hier in Brasilien immer von Vorteil, vor dieser langen Geraden dran zu sein, um immer die maximale Speed und DRS zu bekommen. Hier wusste ich nicht genau, wo ich überhole, weil nicht, dass er jetzt in die Box fährt und mich abräumt. Ich habe es einfach mal riskiert, er bleibt auch draußen. Und deswegen fliege ich jetzt vorbei auf Platz 5. Und ihr seht es unten auf der Karte, die anderen Fahrer sind jetzt nicht so weit entfernt. Da vorne kämpfen sie nämlich auch. Und das war meine Chance, noch aufs Podium zu fahren. Und dann bin ich hier auch dran gefahren in Runde 31. Und ihr seht es, zwei Autos sind vor mir, zwei Mercedes. Das heißt, ich kriege doppelt Windschatten, doppelt DRS, wenn man das so will. Furious greift selber an, ich greife innen an und dann sind wir jetzt zu dritt nebeneinander auf Start und Ziel. Jetzt anbremsen, jetzt muss ich die Kurve nur erwischen, ich erwische sie auch und bin an beiden vorbei. Was für ein Überholmanöver auf Start und Ziel und damit jetzt auf Platz 3. Ich hatte auch die frischeren Reifen gegenüber den beiden anderen und deswegen hat das Ganze funktioniert. Und jetzt sind wir hier in der letzten Runde. Ich konnte noch an Yolo dranfahren, der an sich aber seine Position verteidigen konnte. Also ihr seht es ja auch, von der Speed her komme ich nicht mehr ran. Sir Wood gewinnt das Rennen hochverdient. Kein Fehler da vorne gemacht, sehr gute Speed. Hier komme ich nochmal rangeflogen. Und dann reicht es doch für Platz 2, denn Yolo hatte Zeitstrafen, was man jetzt sieht. Das heißt, von Platz 15 auf Platz 2 vorgefahren. Super Ergebnis für mich. Rennspeed war auf jeden Fall da. Keine großen Zwischenfälle. Die Zweikämpfe waren an genau den richtigen Stellen, was auch sehr wichtig ist. Hier seht ihr nochmal die aktuelle Tabelle. Also ich auf Platz 1, Norma auf 2, Furious Master auf 3. Das Besondere, in Mexiko machen wir dreimal ein 25%-Rennen. Und im ersten 25%-Rennen wird dann dementsprechend, werde ich auch von hinten starten und muss mich nach vorne arbeiten. Das zweite Rennen ist dann mit der umgekehrten Endergebnis vom ersten Lauf und das dritte wieder mit dem umgekehrten Rennergebnis vom zweiten Lauf. Also wird auch sehr, sehr spannend. Alle immer noch mit dem gleichen Setup und wird sehr spannend. Ich wollte euch das Ganze mal zeigen, weil ich das sehr, sehr spannend und interessant finde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.